Moin dazu kommen, liebe Wargaming-Freunde bei JD's Wargaming World und meinem Paint-Vlog der Woche. Nachdem wir letzte Woche alle möglichen Speerträger des Imperiums, also die Pikeniere, uns angeschaut haben, gehen wir jetzt wieder zurück in den Wüstensand zu den Gruftkönigen von Khemri. Diesmal mit 4 Einheiten, ja. Die ihr hier seht, sind 4 einzelne Einheiten, allerdings zweimal jeweils die gleichen. Und zwar haben wir hier 2 Katapulte. Schädelkatapulte, die schönen Stücke und zweimal einen Gruftskorpion. Und mit den Gruftskorpionen starte ich auch. Die Figuren sind sehr schöne alternative Modelle von Czarli. Ich kriege es immer noch nicht ausgesprochen. Ich hatte ja schon ein paar Figuren von denen. Ich werde das vielleicht nie aussprechen können. Jedenfalls sehr schöne Alternativen, die insgesamt sehr mechanisch sind. Das finde ich auch ganz cool. Also passt sehr gut. Die Gruftkönige von Khemri haben hier Konstrukte nennt sich das Ganze. Und da passen natürlich auch die Gruftskorpione rein. Man könnte auch die Gruftskorpione wirklich als große Monster haben. Ich glaube, das sind auch die Original Games Workshop-Figuren dann eher in die Richtung. Ich finde es aber als Konstrukt auch sehr passend. In dem Fall hat man sozusagen auch trotzdem noch einen etwas eher skorpionigen Kopf, also eher so eine Chimäre. Und dann hier so eine Mumie drin, die dem Ganzen nochmal eine Macht verleiht oder ähnliches. Der Rest metallisch gehalten. Und entsprechend habe ich es auch bemalt. Das war von der Bemalung gar nicht so aufwendig, aber ich finde das Ergebnis sehr schön geworden. Eine Grundschicht bei beiden Skorpionen von Kinoptic Alloy gemacht. Das ist so ein sehr heller Goldton, also ich weiß gar nicht, wie man das alles beschreiben soll, außer heller Goldton. Es gibt eben sehr metallisch, aber einen leichten Gelbstich. Das gibt dem Ganzen eine sehr schöne Grundlage. Und ja, fand ich dann auch einfach sehr passend zu diesem ägyptischen Konstrukt von der Farbe, dass das jetzt nicht voll metallisch ist, sondern eben eher diesen leichten Gold- oder Messingschimmer hat, je nachdem, wie man es nehmen will. Und das habe ich dann extensiv mit verschiedenen Effekten belegt. Das ist auch sozusagen der Weg, wie ich so von so strukturierten Figuren, das ist ja sehr strukturiert, mit diesen einzelnen Beinchen und Scharnieren und sonst irgendwas und hier auch die Übergänge und hier der Schwanz, der verschiedene Glieder hat. Also da ist ja schon viel los, aber ich habe es erstmal in einer Farbe grundiert und dann muss man einfach viel mit Shades und Trockenbürsttönen arbeiten, um sozusagen das Ganze aufregend zu machen. Das habe ich getan. Ich habe Mortarion Grime genommen als Shade, den habe ich jetzt noch nicht so lange, da habe ich ihn auch schon verwendet. Der ist sehr schön, weil er ein gelber, aber ein sehr dunkler ist. Also der, ich würde mal sagen, ein guter Mix zwischen Gelb und Nullen Oil. Und der hat sich jetzt hier sehr gut eingefügt, weil er das Gold schon noch ein bisschen hervorhebt, aber trotzdem sehr schön die Schatten wirkt. Ohne das, wenn ich jetzt mit dem Schwarz mit Nullen Oil drüber gegangen wäre, dann wäre das ziemlich vereinnehmend gewesen. Das ist sehr dunkel gemacht, sehr ölig und das ist... Das wollte ich ja nicht, weil das sollte ja immer noch so ein bisschen ägyptisch glänzen. Das Ganze ist ja auch immer regelmäßig mit Sandstrahl gereinigt sozusagen. Auch bei dem Skelett oder bei der Mumie innen habe ich dann mit Ironrach Flash heißt der, glaube ich, also irgendwie sowas, den Ton, den ich schon verwendet habe für meinen Necro-Swings, wenn ihr da nochmal 2 Painflocks zurückgucken wollt. Ironrach Skin, genau, Ironrach Skin, nicht Flash, ist ja fast das Gleiche. Die Bandagen gemacht und auch da mit dem Mortarion Grime gearbeitet. Das ist natürlich ein ähnlicher Farbton, aber das passt ja in dem Fall auch ganz gut. Und dann habe ich diese Metallstruktur getrockenbürstet, erst mit Necron Compound, also erst mit dem metallisch-silbernen Ton und dann mit Sigmarite Gold, also mit einem goldenen Ton, um dadurch die verschiedenen Effekte hier zu haben. Ich bin dann sogar nochmal leicht mit Rag White drüber gegangen, sowohl über die Mumie als auch über den Skorpion, auch über den Kopf, den ich vorher noch mit Space Wolf's Grey, also im Contrast-Ton, bemalt habe. Das finde ich dann auch sehr schön passend. Ja, und dann hatte ich eine sehr gute, finde ich, Grundoptik der beiden Skorpione erreicht. Und gerade an den Beinen und sowas, das ist auch nicht mehr. Das waren genau sozusagen diese Grundton, Shade, mehrere Töne, Trockenbürsten, ein bisschen Highlighten etc. Und sieht trotzdem super aus. Dann kamen natürlich schon nochmal die Details. Die haben hier noch so ein paar Skelette dranhängen, die ich bemalt habe. Und Shop die Bone und dann entsprechend den Seraphim Sepia. Und dann habe ich sozusagen diesem Skorpion hier einen violetten Ton geben, also hier vorne an den Klauen mit violettem Shade. Dann hat er hier oben hat er noch so Einkerbungen, die habe ich mit dem violetten Contrast-Ton gemacht. Auch hier vorne sozusagen, wo die untote Energie sozusagen reinkommt, habe ich das gemacht mit diesem Ton. Und auch der Mumie habe ich so violette Armschützer gegeben, um das Ganze abzurunden. Also das hier sozusagen der violette, weil ja die Farben diese Armee sind violett und rot und deswegen war das der violette und hier habe ich das gleiche dann in rot gemacht. Also ihr seht hier auch das Shading in rot, hier oben dann mit dem
Blood Angels Red und hier unten rein sozusagen gegangen, auch hier vorne an den Clown. Und auch der hier dann rote Armschützer. Also sozusagen, das ist jetzt der rote Skorpion, das ist der violette Skorpion. Ist jetzt nicht so auffällig, weil ist eben hauptsächlich metallisch, aber hier vorne an den Klauen sieht man das dann doch sehr schön. Oder an den Krall, nee, Klauen? Scheren. Scheren heißen die Dinger. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Das sind wirklich sehr hübsche Skorpione. Also an denen hatte ich mir echt lange überlegt und muss auch so ein bisschen hin und her googeln, wie man so etwas, also nicht wie man es bemalt, sondern wie die bemalt aussehen. Dann kann ich mir das meistens schon überlegen, wie ich das mache. Aber da hatte mir echt die Inspiration gefehlt, einfach aufgrund dessen, dass es so viel Konstrukt ist. Ich hatte auch noch überlegt, ob ich den Schwanz dann Knochen male, weil den hätte man jetzt auch sagen können, oh, der ist aus Knochensegmenten. Das fand ich da aber nicht so schön. Deswegen habe ich das Gesamte als Konstrukt gemacht und in diesem Goldton. Das war eine ganz gute Inspiration, die ich da gefunden habe. Insofern kann ich jetzt hier schon mal stolz sagen, der erste Skorpion, der aus dem Sand kriecht, Sandskorpion, ist damit fertig. Und sein roter Kollege, deswegen sind ja einzelne Einheiten, deswegen kriegen die auch einen einzelnen Tusch und auch der entsprechend schön bemalt und ist fertig. Ja, das war Teil 1 dessen, was ich bemalt habe diese Woche. Das andere waren, wie gesagt, hier diese Katapulte. Die Katapulte an sich sind römische Katapulte, wie man vielleicht an dem Pilum hier, so heißt der Speer, und an dem Schild sieht. Die sind von Andrea Miniatures. Die kamen auch wirklich mit römischen Soldaten. Die habe ich jetzt aber aussortiert und dafür Skelette gemacht. Die habe ich aus den Skelettkriegern sozusagen so ein bisschen hingekidbasht, die ich vor 2, 3 Wochen schon bemalt habe oder 4. Weiß gar nicht mehr. Guckt, könnt ihr zurückgucken im Paintflocks, da werdet ihr es noch mal finden. Und dem hatte ich einfach noch ein bisschen andere Posen gegeben, also dass die mit dem Speer sozusagen so eher so die Richtung weisen, dass sie kein Schild haben. Den habe ich dann abgenommen. Für die, die mit dem Schild hier sind, habe ich dann so ein bisschen so ein Stück von dem Speergriff gelassen, als würden die an so einem Seil hier ziehen und dort hinten dieses Katapult auslösen. Und das Schädelkatapult habe ich eben, wie ihr seht, hier mit Schilden einmal und einmal mit aufgespießten Totenköpfen verziert und dann habe ich dir noch so einen Korb gegeben, in dem auch ein Schädel ist, den man dann hier reinsetzen kann, um ihn zu schleudern. Also so ein bisschen ganz leicht geschädlich gemacht, aber ich fand auch die Katapultchen, die sind aus Zinn hier, sehr hübsch. Ja, zu den Speerträgern muss ich gar nicht so viel sagen, beziehungsweise zu den Besatzungen, nicht Speerträger, sondern Besatzung, weil ich die sehr ähnlich bemalt habe wie meine anderen. Aber natürlich ein bisschen unterschiedlich, wenn man sie auch erkennt. Erkennt man ja auch an den Posen etc. Und auch hier habe ich hier wieder eine violette Seite sozusagen gemacht, den auch nur mit violetten Tönen, auch den hier hinten violette Töne und auch am Katapult ganz leicht violett und zwar hier in der Bindung und hier an dem Säckchen, wo dann irgendwelche Schädel drin sind, die man dann schleudern kann. Und eine rote Seite. Also auch hier habe ich sozusagen diese Variationen gemacht. Ich habe ein bisschen mit den verschiedenen Holztönen hier gespielt. Also bei dem violetten habe ich das mit Mournfang Brown gemacht. Und dann noch mit dem Agrax Earthshade. Bei dem linken hier habe ich das mit Baneblade Brown gemacht. Das ist deutlich helleres. Und dafür mit Seraphim Sepia als Shade. Ansonsten ein bisschen verschiedene Metalltöne. Rechts ist Kanepduk Alloy für die Räder. Hier links eher mit Bronzeton, verschiedene helle Metalltöne. Ansonsten diese Seilwinden mit verschiedenen Tönen. Aber ihr seht schon sozusagen verschiedene Töne. Aber es passt sehr schön zusammen. Und ja, auch hier kann ich dann stolz sagen, dass jetzt mal dieses erste schöne rote Schädelkatapult ist hiermit fertig. Und natürlich noch das daneben, das violette Schädelkatapult. Auch das ist fertig. Ja, 4 kleine Einheiten waren die Woche dran. Das hatte ich auch so vom Bemalplan durcheinander gemixt. Das ist eine ganz andere Art, finde ich, zu malen, als wenn man so ein großes Regiment hat. Das habt ihr ja dann schon gesehen. Da arbeite ich mir dann die Reihen sozusagen ab und male irgendwie 30 Figuren hintereinander. Das hat so ein bisschen eher was von einer Fließbandarbeit. Das hat ja jetzt eher was von Manufaktur. Man nimmt sich einfach mal so alle Farben, die so grundsätzlich in Frage kommen und arbeitet sich dann, finde ich, so heran und überlegt sich immer so die nächsten 5 Farben, die man malen will. Also meist habe ich schon so ein bisschen eine Richtung, in die ich gehen will, aber man fängt mal die 5 Farben an, mal nur Holz und Shade und so und guckt dann, wo einen so hintreibt. Auch das macht Spaß. Ich finde den Mix toll. Wenn ich dann mal wieder größere Regimenter male, dann freue ich mich auch wieder daran, sozusagen, wenn das am Ende alles gleich aussieht und so schön ist. Aber auch hier war es, diese Woche waren eher kleine Modelle, die individuell sind. Ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Lasst jetzt gerne ein Like da für diese ganzen Kreaturen aus dem Sand und dann würde ich mich auch natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei meinem Paintvlog. Bis dahin wünsche ich euch viel Freude an eurem Hobby, viel Freude beim Malen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer JD.